Ich möchte eine Geschichte über eine Freundin mit dir teilen. Sie hat ein Kind mit Autismus, das viel ihrer Zeit und Energie beansprucht. Sie war sehr gestresst und hatte größte Probleme, für ihn da zu sein und alles für ihn zu sein. Gleichzeitig merkte sie, wie sie immer gestresster und wütender wurde, und sie war in keiner guten Verfassung. Sie sprach also mit mir und sagte, ich möchte wirklich alles für meinen Sohn tun, aber ich bin die ganze Zeit so müde und ich werde ungeduldig und ich bin einfach die ganze Zeit so müde und er spielt verrückt. Es war nicht seine Absicht, denn er ist Autist, doch für sie war sein Verhalten extrem herausfordernd. Also schlug ich ihr einfach Folgendes vor. Ich sagte, was wäre, wenn du entscheiden würdest, etwas weniger Zeit mit ihm zu verbringen und diese Zeit für dich zu nutzen, anstatt durch die Gegend zu rennen und Dinge zu erledigen, diese Zeit einfach für dich zu nutzen, dich um dich selbst zu kümmern. Denn wenn du selbst angespannt und ängstlich bist und das Gefühl hast, dass du dieses tun musst und jenes geben sollst, du eine gute Mutter sein musst, etwas abliefern musst, diese Energie überträgt sich auf ihn, deinen Sohn. Sie glaubte, dass sie keine Zeit dafür hatte, etwas für sich zu tun, weil sie so beschäftigt war mit diesem Kind und das Kind auch sehr fordernd war und ihr Leben schwer machte. Also sagte sie, weißt du, ich habe wirklich keine Zeit, etwas für mich selbst zu tun. Und ich sagte, das ist das interessante Muster oder die interessante Ironie oder der Zwiespalt, in dem du dich befindest. Du denkst, dass du keine Zeit hast, aber in Wirklichkeit ist die Lösung des Problems, dir Zeit für dich zu nehmen. Sie nahm mich beim Wort und entschloss, es zu versuchen. Sie fragte ihren Mann, ob er jeden Tag etwas mehr Zeit mit dem Kind verbringen könnte, während sie sich etwas Freizeit für sich selbst nahm. Sie engagierte auch einen Pfleger, der kam und Zeit mit dem Kind verbrachte. Und sie nahm sich eine ganze Stunde frei für sich selbst. In dieser Stunde stellte sie sicher, dass sie nicht umherrannte und Dinge tat. Sie kochte nicht das Essen für ihn. Denn zuvor, selbst wenn sie nur ein klein wenig freie Zeit hatte, überlegte sie immer, was in dieser Zeit produktiv oder nützlich wäre. Sie war also immer ausgelaugt, weil sie sich fühlte, als hätte sie zu viel zu tun, als dass es in ihren Tag passen würde. Und das ist die Zwickmühle. Wir halten uns für so beschäftigt, dass wir nicht aufhören können, uns keine Zeit für uns selbst nehmen können. Wenn sie also bei ihrem Sohn war, war er auch reizbar. Jedenfalls machte sie sich das Zugeständnis, dass sie sich jeden Tag eine Stunde für sich nehmen würde. Was sie tat, sie fing an, in dieser Stunde zu meditieren. Sie fing an, Spaziergänge zu machen. Sie fing an, sich in der Badewanne zu entspannen. Sie fing an, zu lesen. Sie isolierte sich und machte ihr eigenes Ding. Und hinterher war sie viel entspannter. Sie begann, sich um ihr inneres Wohlbefinden zu kümmern. Und weißt du, was passierte? Ihr Sohn fing an, darauf zu reagieren. Denn wir sind nicht nur körperliche Wesen, wir sind auch energetische Wesen. Was also passierte, war, dass ihr autistischer Sohn leichter zu handhaben war. Er reflektierte ihr, was sie innerlich fühlte. Und sie merkte, dass er so viel leichter Hand zu haben war, wenn sie sich um sich selbst kümmerte. Ihr Sohn wurde also viel ruhiger und das generierte wiederum mehr Zeit, die sie für sich selbst nehmen konnte. Sie kam zu mir und teilte dies mir mit und ich dachte, wow, das ist wirklich interessant, denn das ist der Beweis dafür, dass unsere innere Welt der Sitz der echten Welt ist. Unsere innere Welt ist die echte Welt und die äußere Welt ist die Reflexion der inneren Welt. Hat dir dieses Video gefallen? Gib uns ein Zeichen und lasse einen Daumen nach oben da. Bist du interessiert an weiteren solchen kostenlosen Videos? Dann abonniere unbedingt unseren Kanal und drücke die Benachrichtigungsglocke, denn nur so stellst du sicher, dass du kein weiteres Video verpasst. Danke dir und bis zum nächsten Video.